Zu diesem Stellplatz an den Feengrotten berichten wir nochmal zum Ende des Filmes. So, wir sind weitergefahren, liebe Wohnmobilfreunde. Wir sind jetzt in Saalfeld und gehen in die Feengrotten. Ne? Feenland oder Feengrotten? Feengrotten. Okay. Nennen wir das. Hier haben wir den Stellplatz direkt an den Feengrotten. Und dann haben wir hier überall ein Feenland. Das richtige für die Chantal. Und da gehen wir auch mal rein in die Feengrotten und dann nehmen wir euch schon mal mit. Du kannst hier hoch, hier oben wieder rein. Hier. Da haben wir einen schönen Übersichtsplan von den Erlebniswelt Feengrotten. Eine Feenwiese haben wir, die Feengrotten, Feenpflanzen. Dann haben wir Waldgeist, hast gesehen, Reich der Waldgeister haben wir. Also eine ganze Menge. Na gut, wir schauen mal, wo wir lang müssen. Mal die Preise. Wir sind jetzt drin im Kassenraum. Wir haben die Tickets online gebucht, das können wir auch machen. Guckt ihr schon noch? Ja, so So, wir nehmen euch jetzt mit in den Berg, in die Feengrotten. Wir laufen jetzt hin. Die Führung ist nicht sehr groß. Wir sind 6 Leute, 7 mit dem Bergführer. Und hier geht es dann rein. Ja, heute habt ihr Glück. Es ist Winter. Na wunderbar. Mineralog gesagt hat, zu Männern.
Da haben wir einmal das Bergeisen oder kurz Eisen genannt und den Schlegel. Mit dem Bergeisen hat man nicht so auf dem Berg drauf rumgeschlagen, das bringt nicht sehr viel, springt immer an anderer Stelle. So, man hat es angesetzt und so sah das Ganze aus. Ups. Okay. Hat man sich auch nicht so auf die Finger, wenn man nichts sieht. Deshalb heißt der Hauer Hauer, ja, wenn man Schläger und Eisen kreuzt, seht ihr, das ist das Bergbausymbol. Habt ihr ja auch auf der Landkarte, da wisst ihr, da ist ein Bergwerk oder ein Steinbruch. So ist er in Betrieb, so rum ist er dann geschlossen. Wenn das eingekehrt wird oben ein bisschen und dann kommt die Kappe oben drauf, also es geht sehr schnell. Da geht ein Stempel runterwärts und oben ist die Kappe. Ja, sehen wir dann massiv. Warte. Ich hab schon den. Oh, das ist Stein. Aber hier aus dem Barber, heute die ist halt nicht so. Dann haben wir hier noch einen Fußgold, ausgezeichnet. Ja, hier war früher ein Schacht, deshalb haben wir hier auch die Fahrt hingestellt und eben die Hasseln. Das war eben Hasseln betätigen, das war auch eine Arbeit. Ja. So, jetzt festhalten. Wir haben hier noch eine schlimmere Arbeit. Und eine blöde Arbeit war, aber ich hätte einen guten Plan, weil wenn die beschreiben hätten, dann hätten wir das Bergwerk da haben. Gut, hat man beim Einzimmer nicht jetzt sind wir auch schon an der tiefsten Stelle im Berg. Hier über der rechten Quellgrotte haben wir tatsächlich 26 Meter Überdeckung. Wir kommen zwar noch auf die dritte Sohle, die eigentlich noch unter uns liegt, aber wiederum näher zum Hang. Und im Märchen sind ja auch diese Taggeräusche drüber. Es steht halt eben nur aus Schwefel und Eisen, deshalb sagt der Bergmann dazu Schwefelkies. Und wenn dann Wasser und Sauerstoff dran kommt, zerfällt das in seine Bestandteile. So klein waren die damals. Der Berggeist, der jeden, der zu lange scheißt, von unten in die Eier beißt. Die Mineralien, ne? Hier filmen wir mal hier hinter. Oh, das ist ja gut. Das geht ja weiter. Seht ihr mal, wie dunkel das eigentlich im Berg ist, wenn kein Licht drin ist. So, und am 22. Dezember 1913 kamen erstmals in diese große Halle, und wir lagen auf die Schuttberge drin. Und einem der Forscher fiel die Lampe um, und da erschien im Schein der fallenden Lampe diese wunderbare Landschaft. Und da hat man ganz schnell einen Scheinwerfer herbeigeschafft, damit man das richtig angucken kann. Und da hatte man den Märchenturm entdeckt. War damals natürlich wie ein Weihnachtswunder. Unsere größte und älteste Grotte. Und der größte und auffälligste ist hinten rechts der Stalagmit, was ein bisschen aussieht wie ein Feenschloss oder eine Ritterburg. Das ist die Karlsburg. Wie wieder dieser Hans ist von Wichdorf, der berühmte deutsche Geologe. Und der ist auch auf die Namen Märchenturm gekommen und auch Feengrotten. Ja, warum jetzt alle Feen? Es wird erzählt und schon seit langer Zeit, dass unweit von Saalfeld in einem Berg eine zauberhafte Fee wohne. Wer sie sieht, so sagt man, dem geschehe ein Wunder. Viele Bergleute begaben sich in den Berg, um nach der Fee zu suchen. Doch noch keinem war es gelungen, ihr Angesicht zu erblicken. Eines Tages machten sich wiederum einige beherzte Männer auf die Suche nach der zauberhaften Fee. Sie waren schon viele Stunden vergebens durch enge Stollen und Gänge geirrt. Endlich fanden sie eine große Halle im Gestein. Sie streckten die schmerzenden Rücken, setzten sich nieder und müde verzerrten sie ihr karges Mahl. Dabei stieß einer von ihnen an seine Grubenlampe
und im Fallen erleuchtete sie die ganze Grotte. Die Männer sahen ganz hinten etwas unbeschreiblich Schönes, das schnell verschwand. Alle waren sich sicher, das konnte nur die Fee mit ihrem wunderschönen Haar gewesen sein. Die Bergleute erhoben sich, um näher zu treten. Die Fee war verschwunden. Doch an der gleichen Stelle stand ein Abglanz ihrer Schönheit. Die herrlichsten Tropfsteine, die in tausend Farben glänzten und glitzerten. Ein Wunder war geschehen. Und seit dieser Zeit nennt man diese Grotten die Feengrotten. Die Strecke ist noch größer, breiter. Und in der Zwischenzeit ist hier eine dicke Wurzel einer Eiche reingewachsen. Hier seht ihr sie, 200 Jahre ist die alt, doppelstämmig. Steht auch nur 3 Meter am Hang über uns und nochmal 6 Meter reicht dann hier dieser Wurzelstrang hinein. Und eben durch das mineralreiche Wasser ist die ganz verstanden. So, hier sind wir rausgekommen. Und das ist wo wir vorher waren. Ja, einfach andrücken. Einfach zumachen. Ja. So, und da habt ihr hier euer Foto. So, wir sind wieder draußen. Ich habe das mit dem Handy filmen müssen, weil es da drinnen stockdunkel war. Wie hat es dir gefallen, Mama? Gut. War gut. Oh. Ne? Also, das ist natürlich mal ein Schauspiel, das mal zu sehen. War richtig genial. Bergbau eben. Hier gibt es noch mehr zu sehen, aber wir haben ja Februar, da ist der Feenwald war zu. Und ein paar Sachen hier auch, aber die Feengrotten sind auf. Die öffnen erst im April wieder. April bis Oktober hat alles auf hier. Ne? Den Stellplatz, den habt ihr hier genau davor, sind keine 100 Meter. So, liebe Wohnmobilfreunde, wir sind weitergefahren von dem Stellplatz. Von den Feengrotten sind wir weggefahren. Der war ungeeignet für uns. Vertikal, horizontal, schräg geneigt. Also geht gar nicht. Ist für uns nicht entsprechend gewesen. Wir sind dann weitergefahren nach Rudolstadt, wo wir jetzt stehen. Saale Max hier im Hintergrund. Das ist ein Freizeitbad oder so ein Spaßbad. Und die haben einen Wohnmobilstellplatz angrenzend, wie wir jetzt hier stehen. Also wir standen schon relativ ruhig hier. Wir haben zwar hier eine Buswendeschleife mit im Hintergrund, aber das hat uns jetzt nicht gestört. Wem das stört, ist jetzt nicht das Problem. Bis um 9 oder um 8, um 9 abends ging das und das war es dann gewesen. Am Platz hier haben wir Ver- und Entsorgung. Das war für uns wichtig. Wir haben hier drüben eine Sandstation stehen. Schwarzwasserentsorgung und Frischwasser. Grauwasserentsorgung haben wir hier leider nicht. Dann haben wir hier Strom an den Säulen, wie wir es hier haben. Da kostet 50 Cent die Kilowattstunde. Aufgebucht habe ich hier eine ganze Menge gesehen. Aber so wie es ausschaut, ist hier der Zähler kaputt. Das heißt, hier stehen 22.800 kWh dran. Vom Müll her, wie gesagt, müsste der Betreiber mal entsorgen. Der Wind hat hier einiges weggeweht. Wir haben hier unten Stellplätze. Hier haben wir auch nochmal Stromsäulen. Die Stellplätze sind relativ groß. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir haben hier ausreichend Platz. Keile drunter, ist klar. Haben wir ein bisschen austariert und das war's gewesen. So stehen wir in Rudolstadt am Saale Max und das ganz einfach mal dazu. Wir fahren weiter. Wir sehen uns dann gleich in Hohenfelden. Mal schauen, ob wir dann, was wir da vom Platz bekommen, ob das ein Stellplatz ist oder Campingplatz oder ob wir freistehen. Das wissen wir noch nicht. Wir schauen mal, aber wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen und das euch auf jeden Fall mal mit zeigen. Okay, bis gleich.